Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verehrte liebe Schwestern und Brüder, der Stammbaum Jesu. Eine Fülle von Namen, die uns wenig sagen. Was können wir damit anfangen? Ich gebe zu, dass ich mich auch damit lange schwer getan habe. Und was macht man, wenn man irgendwie nicht weiter weiß? Man holt sich bei denen Rat, die schlauer sind. Und so habe ich in den Büchern von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, Jesus von Nazareth nachgeschaut und dort in dem schmalen Bändchen Prolog, wo es um die Geburtsgeschichte Jesu geht. Also, wer näher interessiert ist, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und er hat mir geholfen, zu verstehen, was die Botschaft dieses Stammbaums für uns heute sein kann. Drei Namen sind entscheidend: Abraham, David, Christus. Abraham. Er ist der, der unterwegs ist, von Ur in Chaldäa ins Heilige Land, der dem die Verheißung gegeben wurde, Vater vieler Völker zu sein und das Heil zu allen Völkern zu bringen. Abraham ist also der Ursprung und Christus die Erfüllung dieser Sendung zu allen Völkern. Geht hinaus in alle Welten, verkündet das Evangelium, schon angedeutet bei Abraham, erfüllt in Christus. Dafür steht Abraham. David, der König schlechthin im Alten Bund. Wir wissen, es war auch ein sündiger König und nach unseren Vorstellungen oder nach dem Evangelium, nach dem Neuen Bund kein Heiliger. Und dennoch, er war ein großer König und Vorbild für viele Könige und auch Urbild oder Vorausbild Christus des Königs schlechthin. David, er steht für die Herrschaft Gottes, die in dieser Welt anbrechen soll und einmal im Himmel vollendet wird. Dein Reich komme. Wir beten es jeden Tag mehrfach. Wie wichtig dieser Name David ist, als derjenige, der dafür steht, den Willen Gottes in dieser Welt zu erfüllen, zeigt die Zahlensymbolik. Matthäus betont es, 3 × 14 Generationen. Und die hebräischen Buchstaben für 14 bedeuten auch David. 3-mal David. Christus ist der vollendete David, der neue David, der alles vollenden wird. Benedikt XVI. Sagt, im Grunde ist das schon ein Christkönigsevangelium. Es weist hin auf die Königsherrschaft Jesu Christi. Lassen wir uns auf diese Botschaft ein. Wir sind gesandt wie Abraham. Wir sind gesandt zu helfen, dass der Wille Gottes seine Herrschaft auf Erden, Vorausbild war David, auf Erden lebendig wird. Und wir vertrauen auf Christus, der alles heil machen wird. Gehen wir in Freude und Zuversicht auf das Fest seiner Geburt zu, bitten wir die Gottesmutter Maria und den heiligen Josef um ihre Fürsprache, dass sie uns helfen, dass diese letzte Etappe eine gute wird. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.